Das verrückte Zauberexpress ist eine Achterbahn im Phantasialand Erlebnispark Strasswalchen, die bereits mit 90 cm mitgefahren werden kann, worauf wir wirklich stolz sind. Das ist unseres Wissens für einen Launchcoaster weltweit einzigartig. Dadurch können wir auch die Gäste oder die jüngeren Gäste ein bisschen emotional an den Park binden und dann kommen sie wieder, auch wenn sie mal erwachsen sind, und erinnern sich zurück an die Zeit, wenn sie bei uns die Achterbahn gefahren sind. Fridolins verrückter Zauberexpress ist jetzt schon die dritte Großattraktion im Phantasianer, welche wir vertonen durften. Wir haben hier wieder sehr viele exklusive Musik komponiert. Dazu kommen auch dieses Mal enorm viele Soundeffekte. Aber das Besondere ist dann doch noch die Musik in diesem magischen Dorf. Wir haben sehr viele echte Musiker diesmal dabei. Wir wollten sehr organisch klingen, um den Ganzen noch mehr Leben einzuhauchen. Wir haben also einen echten Geigenspieler dabei, eine echte Trompete, eine Sängerin. Wir haben selbst mit echten Trommeln was eingespielt und auch eine Handpan ist dieses Mal dabei. Das Lustige, die kommt tatsächlich aus den Salzburger Alpen. Also die wurde dort gebaut. Man kann fast schon sagen, man hat fast ein lokales Instrument jetzt noch mit dabei. Anfang April waren Sebastian Kübler und ich im Phantasianer, um uns einen Überblick über das Projekt Merlin zu verschaffen. Das Phantasianer-Team hatte eine klare Vorstellung, welche Sounds sie einsetzen wollten. Diese galt es nun vor Ort zu verorten. Da wir nicht nur für das hörbare magische Glitzern zuständig sind, sondern auch für das Sichtbare, haben wir uns auf der Baustelle einen Eindruck von der Station verschafft. Hier konnten wir zusammen mit dem Phantasianer-Team eine erste stimmige magische Storyline für die Startsequenz erarbeiten. Geprägt von den gesammelten Eindrücken, den Fotos und den Videos ging es zurück nach Paderborn an die Arbeit. Sebastian Kübler und Apollon Demura starteten direkt mit der Komposition der Musik und der Sounds. Das Motion-Team begann das Mapping auf die bereits bestehende Thematisierung und das Timing des Zuges anzupassen. Auf dieser Grundlage entstanden die Textpassagen, die man während der Startsequenz hören kann. Natürlich möchte ich hier auch Merlin nicht in seinem Bilderrahmen vergessen. Der wurde bei uns in-house gezeichnet und 2D animiert. Alles immer in enger und herzlicher Zusammenarbeit mit dem kompletten Phantasianer-Team. Das Phantasianer hat im Sommer gelegentlich noch eine sehr große Abendshow mit Feuerwerk und großer Lichtinszenierung. Auch hierfür haben wir exklusiv einen Song schreiben dürfen. Das ist allerdings nichts Magisches, wie man es vielleicht dann vom Tag gehört hat, sondern ein Pop-Rock-Song. Unleash the Light heißt der Song mit exklusivem Text. Und das ist nochmal das musikalische i-Tüpfelchen, ein grandioser Abschluss für einen schönen Tag im Park. Dieses Projekt hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war eine große Herausforderung durch die ganzen echten Musiker, dass das auch alles wirklich aus einem Guss klingt. Aber am Ende hat man jetzt wirklich eine eigene Klangwelt erschaffen und das magische Dorf akustisch zum Leben erweckt.
Anfang bis zum Ende war es wie immer ein spannendes Projekt und wir freuen uns auf neue Projekte in Straßwalchen.